Und damit herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Ich habe mal ein bisschen die Einstellung geändert. Ich kann jetzt auch ein bisschen schneller fahren als vorher. Und habe mir jetzt auch endlich mal die manuelle Schaltung eingerichtet. Ich hoffe mal, dass ich damit klarkomme. So, ab geht's. Warum guckst du denn gerade so? Ich muss mich natürlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, hier anschalten, klare Sache. Aber ich hoffe, dass es der lange Effekt davon auf jeden Fall positiver sein wird. Und ich habe die Drehzahl ein bisschen hochreißen kann. Ich meine, damit einhergehen wahrscheinlich ein bisschen erhöhter Spritverbrauch, aber solange das mich dann irgendwie an den Steigungen nicht mehr so nach hinten reißt, kann es doch gerne so bleiben. Hier ist eine Zollstation, beziehungsweise Maut. Oder haben wir hier die Grenze schon? Sieht mir ganz nach Maut und nach Maut aus. So, Mautschrecke, Ticket aufbewahren. Machen wir. Und dann geht's auch schon direkt wieder auf die Straße hier. Na. Nein, jetzt noch 30, aber ich werde einfach mal weiterfahren. Und hier kassieren sie uns jetzt schon wieder ab. Frechheit. Dann bin ich einmal gespannt, was das kleine Stück jetzt kosten soll. Zwei Euro. Bitte. Also wir sind offiziell in Weißrussland, Belarus, und Geschwindigkeitsüberschreitung. 550 Euro. Da hätte ich lieber für die Maut gerade ein bisschen mehr bezahlt. Aber gut, das muss ich jetzt irgendwie verkraften. Haben wir überhaupt auf der Uhr stehen? 333 Kilometer. Schnapsig. Aber zumindest sind wir auf der Autobahn unterwegs, ne? Da würde man nichts sagen.
Ich glaube, ich breche mal kurz ab, um das Geschäft mal hier aufzudecken. Oder was es auch immer sein mag. Vielleicht auch eine Arbeitsagentur. Ein Volvo-Händler, ja, siehst du? Lohnt sich das auch direkt. Und hier versuche ich jetzt einfach mal einen U-Turn zu machen. So, hat funktioniert. So wie gedacht. Ja, komm, wenn wir schon hier sind, nehmen wir jetzt alles mit. Das sieht mir diesmal nach Arbeitsagentur aus. Jo, das passt. Dann muss ich jetzt hier noch einmal drehen. Ja, ich bin aus dem Ausland, tut mir leid, ich kenne mich hier nicht aus. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Händler freigeschaltet und wieder entdeckt. Was auch ein Vorteil ist. Ich hätte schon mal nach dem Fahrer und nach dem LKW schauen können, aber wir fahren jetzt erstmal die Furie zu Ende. Und dann geht's dahin, gehen weiter. So, hier geht's geradeaus weiter. Wie ein Tunnel. Sehr cool. Die Geschwindigkeitsbeschränkung liegt bei 100 km/h. Und wir bei 60. Lass uns nochmal aus der Stadt hier rausfahren. Ich möchte jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken können. Finsterste Nacht hier.
Jetzt geht's hier mit gemächlichen 80 weiter. 72 Kilometer noch auf der Uhr. Über weißrussische Straßen. Hoffentlich biegt der Kollege hier vor sich auch mit ab. Gar keine Lust drauf. Ich sehe ja fast gar nichts hier, ne? Entfernt ist auch keine legale Option, würde ich sagen. Ich wusste jetzt nicht, was er davor hat.